Hallo, heute schauen wir uns mal kartografische Modellierungsprozesse an. Wir haben in der letzten Lerneinheit schon Raum abgebildet, in Skizzen erfasst und diese Skizzen auch zur Kommunikation unserer Raumwahrnehmung genutzt. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und Raum mathematisch, also in Kartenkoordinatensystemen, auch abbilden. Wir beginnen also wieder an unserer realen Welt als Ausgangspunkt und starten wieder einen Modellierungsprozess. Wenn wir reale Welt abbilden wollen, dann müssen wir uns auch entscheiden, was sind unsere relevanten räumlichen Einheiten, was sind relevante räumliche Phänomene, zum Beispiel das Klima einer Region wäre so ein relevantes räumliches Phänomen. Und die Abbildung dieser räumlichen Phänomene in so einem mathematischen Modell, das erfolgt in Form von Geoobjekten. Und diese Geoobjekte werden durch Geodaten beschrieben und da gehen wir dann also auch den Weg über die Erfassung von Geodaten, über die räumliche Verortung von Messungen oder die räumlich verortete Erhebung von Merkmalsausprägungen. Und wenn wir unsere Geoobjekte in einem digitalen Datenbanksystem zum Beispiel speichern wollen, dann müssen wir uns auch über die digitale Abbildung unserer Geoobjekte Gedanken machen. Und da ist das Raster- und das Vektormodell das entscheidende Modell, die entscheidende Grundlage zur Abbildung solcher Geodaten auf digitalen Speichermedien. Und wenn wir das mal natürlich in solchen Datenbanksystemen haben, dann kann man noch ganz viel mit diesen Daten machen. Das kommt mal in einer späteren Lerneinheit. Heute gehen wir eher diesen unteren Schrank gleich zur Visualisierung und dabei ist es zunächst mal egal, ob wir im digitalen Raum unterwegs sind oder im analogen Raum unterwegs sind. Wir wollen am Ende auf jeden Fall hin zu digitalen oder analogen Karten, fokussieren da erstmal auf topografische Karten in dieser Sitzung. So dass der Ablauf so sein wird, wir werden uns erstmal geografische Raumabbildungen anschauen, das ist die Beschreibung der Erde in geografischen Koordinaten, dann zu geodätischen Raumabbildungen weitergehen. Geodätische Raumabbildungen ist dann die Abbildung dieser geografischen Koordinaten in Kartennetzentwürfen, in Kartenkoordinaten. Und dann schauen wir uns die Fernerkundung an als ein Beispiel, wie kann ich Geodaten erheben. Ein Beispiel, das vielleicht etwas abseits ist von dem, was Sie bisher so kennengelernt haben und was auch nochmal eine andere Perspektive auf Geodatenerhebung wirft als die Übung, in der Sie dann auch selber Geodaten erheben werden. Und dann, wie schon gesagt, schauen wir uns topografische Karten noch ein bisschen genauer an, dass Sie die auch kennengelernt haben.